Wallonia. So, moin. Ja. Ich dachte, ich fange mal hier mit an.
Das war so eine Lala-Runde. Zum Bach werden. Was hast du letztens gesagt? Zum Bach werden. Warm werden. Ja. Ich bin total schlapp. Ja. Könnte jetzt hier so Augen zu und wieder einpennen. Verrückt, oder? Ja, zu viel und gar nichts gemacht irgendwie. Eingekauft, Videos geguckt, Nachrichten. Ist schon live oder geil, irgendwie makaber geil, dabei zuzugucken, wie Amerika zum Polizeistaat wird. Mit über 100.000 Corona-Toten. Und dann guckst du dir Videos von irgendwelchen Leuten auf YouTube an, die ihren Senf zur deutschen Corona-Krise hinzugeben, mit Texten von Watzlawick. Der Story, wo ein Typ nachts durch die Stadt geht und immer in die Hände klatscht, und dann fragt ihn einer, warum klatschen sie denn immer in die Hände? Und er sagt, ja, ich verjage Elefanten. Und dann sagt der andere, ja, aber hier gibt's doch gar keine Elefanten. Und dann sagt der Typ, sehen Sie? Und das halt gemünzt auf die Corona-Maßnahmen in Deutschland und Österreich. Das ist so hart an der Grenze von, es gibt gar kein Corona. Und dann siehst du auf der anderen Seite halt 100.000 Tote allein in Amerika. Und je arschiger dieser Präsident von den Amis ist, habe ich den Eindruck, desto konkreter sind auch diese Daten. Nur um dem halt irgendwie Paroli zu bieten, dem Schwachkopf, während er selber total abdreht. Proteste in Hongkong beurteilt und die eigenen schürt in Amiland. Die Antifa als Terrororganisation verbieten lässt und wahrscheinlich null Ahnung davon hat, dass Antifa einfach antifaschistisch bedeutet und weder eine Person noch eine Organisation ist. Ja. Das Bescheuerste ist wahrscheinlich einfach, dass er auch noch ernst genommen werden muss, einfach. Aufgrund seiner Position. Das ist die einzige Legitimation. Egal, was für ein Scheiß der erzählt. Naja, das hier ist so eine Situation mit dem Tunnel. Das ist eigentlich Quatsch. Schauen wir mal. Ah, der mag.
Scheiße. Den hätten wir jetzt so wegnocken können da. Nico ist ein Bellic. Geil. Aua. So, Junge, der war zu niedrig und jetzt bist du dran. Es war typisch Trump, ne? Ach Mann. Ja, schon fies. Also das, was da passiert, ist natürlich krass. Also möchte man nicht, dass es passiert ist, passiert, aber diese Alte da im Central Park mit dem Hund. Die dann am Telefon, die die Bullen ruft und so tut, als würde sie plötzlich von einem, ich meine, sie hat es dreimal erwähnt. Einem Afro-American bedroht. Und jetzt mal ehrlich, wären die beiden nicht verschwunden, hätte der Typ das nicht auf Video. Das hätte sein können, dass er tot wäre. Ja, dass die Alte entlassen wurde, ist eigentlich noch das Mindeste. Die hat einen falschen Report abgegeben, die hat gelogen, hat eine Racial Card ausgespielt. Drecksau. Die muss in den Knast. Mann hätte ihr Leben zerstört. Nee, Mädel, das warst du selber. Weil du dich erwischen lassen hast. Und so wie das aussah, war das ja auch schon gut eingeübt. Wie die da plötzlich anfängt zu heulen oder hysterisch wird.
Ist aber genauso passiert. So ein Typ im Central Park sagt zu einer Frau, das wäre da Schutzgebiet. Er ist so ein Vogel Bird Watcher. Und ihr Hund ist nicht angeleint und sie soll den Hund anleihen. Und dann eskaliert das ein bisschen. Und dann filmt er sie. Dann meint sie, sie ruft die Polizei. Und dann ist so ganz normal, ja, ich bin hier im Central Park und da ist ein Afro-American. Und sie sagt das noch genauso zu ihm. Von wegen, ich rufe jetzt die Polizei und sage denen, hier ist ein Afro-Amerikaner. Und der bedroht mich. Das sagt sie ihm vorher und dann macht sie das auch noch. Und er sagt, ich filme dich. Und sie sagt, mach das aus. Und er sagt, nee. Und filmt sie, während sie ihm sagt, sie ruft jetzt die Bullen an. Hier ist ein Afroamerikaner und der bedroht mich. Und dann ruft sie die Bullen an, während sie gleichzeitig beinahe ihren Hund stranguliert, weil sie den die ganze Zeit an seinem Halsband hält und der nicht mal mehr mit den Füßen auf den Boden kommt. Und dann sagt sie irgendwie zweimal, ja, ich bin hier im Central Park, ganz normal. Und plötzlich wird sie hysterisch, als würde ihr der Typ gerade an die Gurgel gehen. Ja. Also so richtig, so als hätte sie keine Zeit mehr. Und genau diese Trigger-Dinger, ja, Afroamerikaner, werde bedroht. Und nach solchen Anrufen sind Leute schon gestorben. Die Frau, die zu Hause sitzt und wo die Bullen dann nicht an der Tür klingeln, von wegen, ja, Namen, Namen, ihr Nachbar hat angerufen, vielleicht ist hier dass hier jemand ums Haus rumschleicht. Nee. Die gehen von unangemeldet, SWAT-mäßig, von Raum zu Raum und erschießen dann mit 8 Kugeln die Frau, die da wohnt. Männer sind genauso. Das ist halt der Punkt. So. Rassisten sind so. Ja? Weil das war einfach eindeutig rassistisch. Wenn da ein Weißer gewesen wäre, was hätte sie dann gesagt? Hier ist ein Mann und der belästigt mich. Oder hätte sie dann Caucasian, ist so der Ausdruck. Hier ist ein Caucasian Guy and he is threatening me. Nee. Da wird im Leben keiner drauf kommen, außer vielleicht ein Schwarzer. Die Frau hat in einer Hedgefondsfirma gearbeitet, wurde entlassen, als das Ding public ging, mit ihrem Namen. Und das war halt mitten in New York, weißt du, es war nicht irgendwo. Und das war eine gut verdienende Frau bis die Tage. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute die quasi noch auf dem Konto hat, wo sie genau dieselbe Rolle gespielt hat. Ja? Weil das war eingeübt. Das war nicht, die wusste ganz genau, was sie damit erreicht. Zumindest den Bullen gegenüber. Ich zeig dir das Video gleich mal. So eine Drecksau. Und das ist einfach, das ist genau so ein White Privilege Beispiel. Hier haben wir das nicht.
Vielleicht irgendwie Türken oder so gegenüber, ja. Ach, es war eigentlich schon viel schlimmer. Das hier sind einfach Sachen, die man abstellen kann, die man ganz schnell abstellen könnte. Der Typ muss in den Knast. Trump muss in den Knast. Und dann kann man versuchen aufzuräumen. So, insgesamt denke ich, ist es gut, dass so Sachen passieren. Das mag sich komisch anhören, aber kann nur besser werden. Weil das Riechen so irgendwann, das Riechen irgendwann auf seine Fans, Diktator spielen geht gar nicht. Nicht in Amerika. Die gesamte Verfassung baut genau darauf auf. Die sind nach Amerika, um Diktaturen zu entfliehen. Das kann man nicht einfach mal so rumdrehen. Im Gegenteil. Je mehr Scheiße der baut, desto mehr Diskussionen gibt es darum. Und wenn er Militär und National Guard auf die Straße schickt, dann ist recht. Auch wenn die Bullen gerade selber einfach mitspielen und das Militär. Aber das geht nur so und so lange gut. Weil das sind auch Amerikaner. Und ich glaube, genau gerade wackelt das da. Nee, der war immer so. Nur die Situationen ändern sich, aber sein Verhalten ändert sich in keinster Weise. Der saß da gestern. Vorgestern saß er da im Bunker, weil er Schiss hatte. Und schreibt dann auf Twitter noch so, kommt doch, kommt doch. Nee. Weil die Leute sich da nicht mit reinziehen lassen. All die Gouverneure, die sagen, Trump sollte einfach mal das Maul halten. Polizeichefs, die mit den Protestern mitgehen. Leute, die Polizisten schützen, Leute, die Schwarze schützen, weiße Leute, die schwarze Leute schützen. Das machen die Leute unter sich selber aus. Das wird kein Bürgerkrieg. Nee, weil zu einem Bürgerkrieg gehören zwei. Wer soll gegen wen kämpfen da? Das Militär gegen Bürger? Das Militär sind auch Bürger.
Und der Punkt, glaube ich, ist einfach, dass da geht es dann um Werte und Moral und so ein Zeug tatsächlich. Bevor ich meine eigenen Leute angreife, muss ich da sehr überzeugt davon sein, dass ich das richtig mache. Weil während ich hier im Einsatz bin, ist meine Frau und mein Kind zu Hause vielleicht in Gefahr von meinen Kollegen mitgenommen zu werden. Verstehst du? Und da überlege ich mir das dreimal. Ja, aber Frust. Wenn da ein Typ ist, der mal einfach sagt, hier, die brauchen halt Führung, ja, haben die nicht. Ich habe da massig gesehen von den Protesten, das Kinderkram. Center. Klar, wenn da irgendwas brennt und ein Auto umgedreht wurde, dann sieht das aus wie Bürgerkrieg, aber ich weiß nicht, wer das war, aber Seth Meyers, glaube ich. Der irgendwie erzählte, Trump ist das, Trump könnte aus einem 80er-Teenie-Film stammen, wo jemand eine Flagge der Konföderierten und eine Kartoffel mit Elektroden verbunden hat, um dann Trump zu schaffen. Das war so eine Anspielung auf Lisa, der helle Wahnsinn. Ja, aber also von wegen wackelige Handyvideos, guck dir mal die Pressevideos an. Guck dir mal Presseberichte an von Presseleuten. Da kannst du schon Compilations machen. Da gibt es schon Compilations von, wo Leute, wo Medien angegriffen werden von der Polizei mit Tränengas und Gummigeschossen und so. Wo Reporter ein paar Tage im Knast sitzen.
Und das zum Beispiel hat Trump geschafft mit seinem wiederholten Fake News Ding. Aber das ist Propaganda 101. Nee, klar nicht. Will man sich nicht angucken, müssen ist recht nicht und erleben schon gar nicht. Und das ist ja der Punkt. Damals beim G20, dieses Haus, auf dem angeblich Terroristen lagen, um dann so ein Eckhaus, das mittlerweile abgerissen und neu gebaut wird. Das ist bei uns im Hinterhof, konnten wir von der Rückseite reingucken. Nachts um eins oder zwei. Und da die Bullen also das war nicht Polizei, das war SEK mit Scheinwerfer, Laser, schweren Maschinengewehren. Da sitzen wir in der Küche und gucken aus der Küche raus und sehen halt, wie sich die da hocharbeiten durch das Haus. Und da haben wir auch hier gesessen und gedacht, was passiert denn da? Was ist denn da los? Und von wegen, wenn die das jetzt in jedem Haus machen, dann sind die in einer halben Stunde bei uns. Und du willst nicht, das SEK schwer bewaffnet bis oben hin gepanzert bei dir im Flur stehen haben, oder? Und was war's dann? Ein paar dänische Kids, die da auf dem Dach lagen. Ja. Aber weil die Polizei dachte, da sind vielleicht Terroristen, wir warten jetzt mal, bis SEK alle G7, Leute zum Flughafen gebracht hat. Und genau in diesen paar Stunden, ging das dann hier los mit Plünderungen und, Rewe und Haspa eingehauen und so. Weil die Polizei Schiss hatte, einzugreifen. Hier flogen drei Hubschrauber rum. Und ja, okay, es war dann irgendwann dunkel, aber das hätte man doch vom Hubschrauber sehr gut sehen können, was da oben für Leute sind, oder? Und dieser Polizeipräsident ist immer noch im Amt und der Bürgermeister wurde befördert zum Finanzminister. Also so viel zu irgendeiner Form von Gerechtigkeit. Hamburg ist, glaube ich, auch der einzige Staat in Deutschland, das einzige Bundesland, wo ein Polizeirevier mal eben die Umgebung zum Gefahrengebiet erklären kann und jeden anlasslos kontrollieren kann. Ja, aber auch wieder aber. Polizei ist halt auch kein Vorbild mehr oder sonst irgendwas. Und das haben sie sich selber zuzuschreiben.
Boah. Nein, 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 nein. Vierter. Unglaublich.
Uhland. Uhland. Ne. Naja.
kann einfach scheißen. Ist da der Unterschied? Tracer. Der steht auch schon ewig da hinten. Thank you.
Wissen wir nicht. Habe ich hier schon gesessen und auf die nächste Runde gewartet, Augen klappten zu, mit dir so einpennen können. Oh. American Desert kenne ich gar nicht. Kennst du es? Wirklich so. Heftig. Mal ein richtiger Panzer hier irgendwie. Von dem meint er ja. Sieht so aus, als wüsste er, was er tut. Penn dich noch ein wenig. Pendicho. Pendicho. Penn dich doch. Einfach mal mit Vollgas rein.
Wie ist der denn gestorben? Center. Stalingrad. Vorhin wieder ein Typ. 250 Zuschauer spielt Lumberjacks Dynasty. Powie hieß der. Powie. So ein Typ mit einem Cap. So die Generation. Cappy-Generation. 10 Jahre jünger als ich. Die laufen alle mit dem Cap rum. Cappy Generation. Da gibt es Leute, die kenne ich ihr Leben lang. Aber dann, wenn da ein D draufsteht oder so, dann wissen die wenigstens noch, was D ist. Stalingrad. Kann man auch parken. Target. Requesting more artillery fire.
Alter. So wird das nichts hier. Fest.
Gespielt, verloren. Zweiter. Zweiter war ich noch nie. Also bestimmt schon mal, aber nicht in den letzten beiden Tagen. Hm. 155 Punkte. Danke. Das war ein schöner Panzer. Abandoned Factory. Verlassene Fabrik. Aufgegeben, verlassen, stillgelegt. Probier ich mal hier was. Das war risky. Das war. Da war ich auf freier Ebene. Two unlocated shells. Wo denn?
16. Sechzehn. You gotta be kidding me. Gotta be kidding me. You gotta be kidding me. Was aber Kuban. Kuban. Okay. Kuban. Predradada. Predradada. I follow you everywhere you go. Side by side. Strike. Das gibt Bonuspunkte.
das denn hier? Der denn her? Das stimmt. Überhaupt. Egal, Fortnite, Counter-Strike. In jedem Ballerspiel, wo einer abgeballert wurde.
Yay. Sechs Kills. Das gibt Kohle. Komm her. 11.000. Soll ich öfter machen? Andere abschießen. Improved Optics. Kann es über meinen Gunner ein Update geben? Upgrade. Könnte ich schneller laden. Das ist wichtig. Dann geht es bam, 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 bam. Oh, jetzt haben wir da auch alles erforscht an uns. Egal. Auf der Straße. Gibt es nicht.
Der zuerst getroffen. Schade. Ich nicht, also. Oder? Doch. Why did I do that?
Zwei Platz. Pass auf hier, Tankloader. Zack. Tja, hier wäre jetzt die Frage, sollen wir uns den dicken Max kaufen? Den. Oder auf den warten. Ich auch nicht. Das ist ja das Problem. Letzte Runde. Zack. Und dann schauen wir noch mal nach unserer Verpackungsidee. Genau. Cargoport, ein Frachthafen.
Ja, ich musste ja gestern, habe ich irgendwann aufgehört nach 10 Stunden und hatte mal gerade 8 Meter pinke Wand in die Wüste gestellt, aber ich wollte ja eigentlich die Town Hall verpacken. In 7 Days. Dazu brauche ich Stoff. Den bekomme ich von Baumwolle. Also habe ich Baumwolle angefangen zu pflanzen. Lol. Fuck. Davy Jones. Ma Die Bäume. Das sollte mittlerweile klar sein.
So ein bisschen doof oder so. Wir sehen, wie haarscharf ich an denen vorbei bin. Guter 11. Platz zum Abschluss. Okay. So, dann hole ich mal eben einen Kaffee. Mache einen kurzen Stream-Neustart. Neuen Titel, neues Glück. Und dann geht das weiter, weiter, weiter. Mit Buddeln und so. Okay. Danke fürs Zuschauen, Katze. Und noch zwei. Keine Ahnung, wer. Und bis in 5 Minuten. Oder auf ein andermal. Bis dann. Bye bye.